Ich wollte heute noch mal einen Schritt davor anfangen, und zwar bei diesem ganzen Thema Herausforderungen. Das ist nicht neu, aber auch gerade gleich für die Diskussion ist, glaube ich, schon einiges dabei, wo wir sagen müssen, wir haben immer gedacht, ein Weiter-so und wir machen ein klein bisschen Reform reicht aus. Und da hat sich meines Erachtens, und das ist ganz interessant, weil sich das so in der ganzen Gesundheitspolitik, die ich zumindest hier in Berlin beobachte, auch das verbreitet hat, das Wissen oder die Akzeptanz zu sagen, wir brauchen jetzt mehr als nur 2, 3 weitere kleine Stellschrauben. Und ich habe es mal in 3 Bereiche eingeteilt. Die Medizin, die ja gerade in der Onkologie schon auch sehr speziell ist, wenn wir uns die frühen Nutzenbewertungen beispielsweise angucken, wo ja weiterhin Onkologie seit jeher fast schon einer der großen Bereiche ist. Aber vor allen Dingen auch dieses ganze Thema personalisierte Medizin, Genomsequenzierungen, wo wir in ganz neue Bereiche reinkommen, die jetzt medizinisch gar nicht zum heutigen Stand mehr so neu sind, aber in der Regelversorgung dann eben dann doch so bisher nicht existierten. Und jetzt beispielsweise an im Kontext dieses 64E, wo man ja guckt, wie man auch sogar solche Exom- und Whole-Genome-Sequenzierungen macht und das eben sozusagen außerhalb jetzt von Modellprojekten und wie man das eben genau steuert. Das heißt, wir sehen da sehr viele Entwicklungen, die auf die wir reagieren müssen. Das ist natürlich gekoppelt durch das Versorgungssystem, wo diese Medizin eingebettet ist, angefangen mit der dualen Finanzierung, da werden wir nachher sicherlich auch noch drüber diskutieren, aber dann eben auch dieses Thema Spezialisierung auf Leistungsbereiche versus Planung, da gehe ich gleich nochmal im Kontext der Krankenhausreform weiter drauf ein, aber auch diese Frage, wie ist unser System eigentlich auf Akut- oder auf Chronifizierung eingestellt, beziehungsweise, das werde ich jetzt gar nicht viel sagen, weil das hoffe ich, ist Ihnen allen bewusst, das ganze Thema Sektorengrenzen und Angebotsdschungel. Das hatten Sie, Herr Rücker, gerade auch schon erwähnt, dieses so gut wir in vielen Bereichen sind, solange die Patienten oder Versicherten nicht vorher wissen, wo sie das eben bekommen, kann man fast sagen, ja toll, danke. Ne? Weil solange wir keine Transparenz darüber geben können, wo denn diese gute Qualität auch vorhanden ist, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und dann, und da werde ich gleich noch mal mehr darauf eingehen, diese ganzen gesellschaftlichen Aspekte, gerade im Kontext einer alternden Gesellschaft, das geht auch zu dem, was ich eben mit der Chronifizierung schon geschrieben habe, von wegen, die Medizin verändert sich auch dahin, dass je ältere Menschen diagnostiziert mit Krebs diagnostiziert werden, natürlich auch dieses ganze Thema Überwachung und Abwarten viel wichtiger ist. Da habe ich schon vor vielen Jahren bei den Urologen viel zugearbeitet. Auch ich sehe eine Tendenz, dass das ganze Thema Diagnostik als ausschließlich positiv wahrgenommen wird. Also sozusagen, so wichtig Diagnostik auch ist, hat es doch auch an ganz vielen Stellen Grenzen und Hürden. Und das ist meines Erachtens so in diesem fast schon Zeitgeist der Gesellschaft. Das muss ich immer wieder auch gerade Laien vom Gesundheitswesen eher darstellen. Und dann eben natürlich auch diese ganzen Änderungen. Wer sind Ärzte, in dem Fall viele Ärztinnen, wer aber auch, egal vom Geschlecht her, wie viel arbeiten die eigentlich, wie viel haben wir noch Ressource. Und deswegen würde ich, und das geht noch ein bisschen weiter, als was wir gerade gesagt haben, diese These aufstellen, unser Vergütungssystem im Krankenhaus torpediert gute Qualität. Es ist eben kein freier Raum, wo jeder gestaltet, wie er meint oder versorgt, wie er meint, sondern solange wir in diesem Vergütungssystem arbeiten, werden wir meines Erachtens nach Qualität auch verhindern. Und hier habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, die jetzt gerade, und deswegen meinte ich auch eben diese Wahrnehmung in der bundespolitischen Ebene, dass einige dieser und viele weitere, davon gibt es ganz viele Beispiele, Zahlen viel mehr bewusst geworden sind. Links ein Thema Häufigkeit, hatten wir eben auch schon mehr zugehört, ist jetzt in dem Fall Bauchspeicheldrüse, ist immerhin die Sterblichkeit 54% höher in Krankenhäusern mit kleinen Fallzahlen als in mit niedrigen. Das habe ich falsch schon gesagt natürlich, ne? Aber sozusagen, Sie wissen, was ich meine. Das gleiche Thema rechts, dann dieses ganze Thema technische und personale Ausstattung. Hier jetzt mal ein Bereich, und ich bin bewusst jetzt auch über die Onkologie hinausgegangen, weil wir merken, das ist nichts onkologisch Spezifisches. Das geht alle Fachbereiche hindurch, dass man sieht, solange in 335 Krankenhäusern in NRW Schlaganfälle behandelt werden, während 92 eine Stroke-Unit haben, läuft etwas falsch.
Drittes, dann gehe ich jetzt einmal den Uhrzeigersinn nach, die Notfälle. Wir beobachten, dass bei uns 45% der Menschen, die von sich aus in eine Notaufnahme gehen, stationär aufgenommen werden. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir sehen im internationalen Vergleich 22-33%, kann man darüber diskutieren. Aber man sieht schon auch da, ist das wirklich so gedacht? Und dann im vierten, weil das hatten wir jetzt auch bisher noch gar nicht so sehr gehört, dieses Thema Personal. Wir sehen, und auch das wieder eine Zahl, nicht von mir, in dem Fall von meinem Doktorvater, Professor Busse, im internationalen Vergleich gehören wir zu den Ländern mit den meisten sowohl Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus als auch Pflegepersonal. Pro Fall haben wir deutlich weniger als die anderen Länder. Das heißt, solange wir es nicht schaffen, unsere Fälle irgendwie so zu fokussieren auf die, die wirklich Versorgung benötigen, auf die, die wirklich stationäre Versorgung benötigen und da ein wenig mehr Ordnung in das Chaos reinbringen, werden wir meines Erachtens das Personal wie bisher verprellen, auch verlieren und nicht mehr gewinnen. Und wenn wir jetzt dann noch hören, wie lange noch eine Reform dauert, gerade das Thema Personal wird uns ja nicht verlassen. Beim BMC hatten wir dazu, dann kann ich das hier ansetzen, immer das geflügelte Wort. Wir dachten immer, zuerst geht uns die Finanzierung aus. Jetzt merken wir, zuerst geht uns das Personal aus. Ne? Also die sind beide sehr endliche Ressourcen und die müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Dann also die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu mehr Qualität? Ich würde erstmal sagen, Anforderungen für mehr Qualität sind ein gestuftes Versorgungssystem und Zusammenarbeit im Netzwerk. Jetzt sieht man hier so ein bisschen, was das aktuelle Eckpunktepapier der Bundesregierung vorsieht. Sie sehen oben noch die Level, in der zweiten Ebene dann die Leistungsgruppen und dann eben als dritten Bereich dieses ganze Thema Vorhaltung und DRG. Wobei ja, das wissen Sie wahrscheinlich im Laufe jetzt dieser ersten Beratungen schon, die Wichtigkeit von Leveln massiv abgenommen hat und sozusagen die einzige jetzt im Moment noch Möglichkeit der Steuerung dann über die Leistungsgruppen passieren soll. Da hatte Herr Dr. Risch ja am Anfang auch sehr viel drauf hingewiesen. Wobei ich da sogar Ihre Einschätzung teile, das ist extrem viel schwerer. Oder hängt extrem viel davon ab, das war jetzt erstmal das Teilen der Einschätzung, wie man das genau gestaltet, das wissen wir aktuell nicht. Und meine Bewertung ist, das ist extrem viel schwerer, über die Leistungsgruppen das zu erreichen, als wenn man eben viel auch nach außen hin wieder an die Patienten, an die Versicherten klare Level gehabt hätte, wo man sagen könnte, guck mal, es gibt eben bestimmte Behandlungsformen, bestimmte Behandlungen, die sind auf einige Level in dem Fall dann vorbehalten. Und genau das Beispiel, das brauche ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, das hatten Sie eben auch genannt, dieses Thema allgemeine Innere und Chirurgie, solange die so breit sind, und da gibt es ja in der Tat auch andere Beispiele, beim DRG-Forum beispielsweise wurde lange das Beispiel Schweiz auch eingebracht und nicht nur NRW, also die Frage, wie genau gestaltet man die, daran wird es im Zweifel dann eben auch abhängen, wie viel Steuerungswirkung die haben. Und dann zur Vorhaltekosten, ich glaube, gerade durch die Pandemie ist da diese Selbstverständlichkeit oder dieser Garant, dass die jetzt eben auch kommen müssen, zumindest bestärkt worden. Die wurden seit Anfang der Einführung der DRGs diskutiert, also ist jetzt nichts an sich nichts Neues. Man muss aber trotzdem bewusst sein, dass man dadurch natürlich auch eine Möglichkeit als Krankenhaus wieder zu gestalten und wieder auch wirtschaftlich zu agieren, genommen wird. Das heißt, das hängt vor allen Dingen wieder an dem Ausmaß, wie viel nehmen wir denn dann in die Vorhaltepauschale. Es wird eben einfach ein Teil der DRG genommen und dadurch fixer gemacht. Das heißt aber auch für Krankenhäuser, die vielleicht, wo man sagen würde, ach ja, nicht die von der Qualität, die wir uns eigentlich erwarten. Was man in der Diskussion aktuell ganz deutlich merkt, ist diese Uneinheitlichkeit darüber, sprechen wir eigentlich von einer Strukturreform oder von einer Finanzierungsreform. Und ich persönlich würde da sehr darauf hoffen, oder ich glaube auch, dass es nur dann wirklich wirkungsvoll ist, wenn wir es schaffen, eine Strukturreform zu machen, wissend, dass das natürlich eine Finanzierungsreform mit beinhaltet. Ich glaube, es gibt aber nicht wenige in dieser Republik, die sich dann doch hoffen, dass wir das Finanzierungssystem so ein bisschen angehen, aber die Strukturen bitte nicht anfassen. Und dann komme ich auch gleich zum Ende. Es gibt meines Erachtens einen ganz großen
oder viele Themen, über die jetzt, weil die Krankenhausreform so sehr im Fokus steht, nicht gesprochen wird oder nur in den normalen Beratungen, an denen wir natürlich ständig dran sind, gesprochen wird, aber nicht in dieser Aufmerksamkeit im Kontext der Krankenhausreform. Und das ist insofern ein Problem, als dass die Krankenhausreform es alleine meines Erachtens nicht umsetzen kann. Angefangen mit Ambulantisierung. Natürlich sind in ganz vielen Stellen und auch im Koalitionsvertrag das ganze Thema AOP-Katalog, Hybrid-DRG und so weiter, Tagesbehandlung im Krankenhaus, neben den, ich glaube mittlerweile gibt es 23 Rechtsnormen zum Thema alles, was so zwischen ambulant und stationär stattfindet. Also der, wenn ich es mal so gemein sagen darf, Wildwuchs geht weiter. Aber was wir bisher nicht geschafft haben, ist auch da wieder etwas mehr Ordnung ins System reinzubringen und zu sagen, okay, was braucht denn eine stationäre Versorgung? Auch welche Personen, nicht nur medizinisch, sondern eben auch sozial, müssen denn stationär aufgenommen werden? Aber wo eben auch nicht? Solange wir das nicht weiter klären, ist, glaube ich, die Frage, welche Krankenhäuser gibt es noch, wie viele von denen gibt es, ganz schwierig oder nicht, zumindest nicht ohne das zu vereinbaren. Dann das ganze Thema Notfallreform. Ich hatte eingangs ja auch schon auf ein paar Probleme in dem Kontext hingewiesen. Und solange wir da auch nicht weiterkommen, zu sagen, wie sieht denn genau diese Notaufnahme aus? Wie ist die Triage? Wie ist das Ersteinschätzungsverfahren? Wo darf dann eben ein Krankenhaus auch weiterhin überweisen? Auch da gibt es viele Diskussionen aktuell und ja, müssen das meines Erachtens weiterkommen, um mit der Krankenhausstrukturreform auch entsprechend weiterzukommen. Dann das Thema duale Finanzierung, Investitionskosten wird aktuell auch nicht weiter thematisiert, aber soweit ich mit Krankenhäusern spreche, wird eben trotzdem ihr allgemeines Finanzproblem erstmal nicht behoben. Und das ist meines Erachtens schon auch, und ich habe eben auf die Wichtigkeit der Strukturreform hingewiesen. Natürlich geht es mir nicht darum, jetzt die Krankenhäuser besser auszustatten. Aber wenn wir, deswegen war sozusagen eine Meinung zu sagen, gut, wir fokussieren die Krankenhäuser, die wir haben, darauf, dass die Ressourcen bekommen. Da geht es um Finanzen, da geht es um Personal und dort dann aber, da geht es um Technik, ja, dass die dann wirklich all das haben, was man braucht, um eben eine adäquate Versorgung machen zu können. Solange wir aber sehen, dass wir dieses Thema nicht angehen, dass da auch eher ja nicht so viel vielleicht Vermittlung auch zwischen Bund und Ländern, wie man es da teilweise braucht und wie wir es ja heute auch diskutieren können, stattfindet, sondern einfach sagt, okay, ihr zahlt das eine, wir zahlen das andere und da kommen wir nicht so richtig weiter. Und dann schließlich aber natürlich auch, um es zumindest kurz erwähnt zu haben, dieses ganze Thema Digitalisierung der Verwaltung. Wir gehen schon davon aus, dass Digitalisierungsprozesse vor allem erstmal nicht in den medizinischen Aspekten findet die natürlich auch immer wieder an verschiedensten Stellen statt. Es ist auch nicht an sich wegzudenken aus allen möglichen Prozessen. Aber gerade bei der Verwaltung, weil wir uns eben auch dieses Personalthema anschauen, müssen wir da meines Erachtens auch noch deutlich mehr weiterkommen, um eben dieses allgemeine System anzugehen. Und damit jetzt zu meiner letzten These, die geht auch ganz schnell, dass die ungenutzte oder die ungenutzteste Ressource meines Erachtens weiterhin die Patientin bzw. der Patient ist. Solange wir nicht es schaffen, die auch viel mehr mit Verantwortung, mit Eigeninteresse ernst zu nehmen und einzubinden. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur auf dem Podium mitzudiskutieren, was man sowieso tun sollte, sondern wirklich auch in der einzelnen Beziehung zu den Menschen. Ich glaube, sobald die mehr verstehen in der Einzelkommunikation, wo sie aktiv werden sollen, wie sie mitwirken können und wie das auch hoffentlich zu ihrer Gesundung beiträgt. Meines Erachtens wird das immer noch viel zu wenig getan. Und das ungeachtet dessen, dass natürlich auch ganz lange Zeit wir versucht haben, oder alle sozusagen Beteiligten versuchen, das einzubeziehen, aber das auch mit einer ganz anderen Seriosität irgendwie auch zu verfolgen, zu sagen, okay, wie können denn auch Patientinnen und Patienten dazu beitragen? Ich glaube, das wird ein ganz essentieller Bestandteil sein. Und damit würde ich jetzt erstmal an Sie, Frau Braun, zurückübergeben und bin gespannt auf die Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ex.